Jahrelang war das Mantra der Bundesregierung, dass wir sparen müssten und keine neuen Schulden machen dürften. Aber die Corona-Hilfspakete zeigen, wenn Sie wollen, ist sehr schnell sehr viel Geld mobilisierbar. Insgesamt stellt allein Deutschland 1,2 Billionen Euro bereit, in Form von direkten Hilfen, Bürgschaften und Krediten. Das ist auch wichtig, denn viele Menschen und Firmen kommen durch die Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten. Aber mit den Rettungspaketen dürfen wir umweltschädliche Industrien nicht künstlich am Leben erhalten, sonst verschärfen sie die nächste Krise, die Klimakrise. Stattdessen müssen wir die Hilfen für einen Neuanfang nutzen. Die Gelder sollten so verteilt werden, dass wir in Zukunft nachhaltiger und sozialer in regionalen Kreisläufen wirtschaften können. Außerdem stellt sich die Frage, wer zahlt? Nach der Finanzkrise wurde unter anderem an Gesundheit, Bildung oder der Infrastruktur gespart. Mit schlimmen Folgen. Diesmal müssen die Großkonzerne und Superreichen, die vom Boom der letzten Jahre besonders profitiert haben, die Krisenlasten schultern. Denn das Prinzip Gewinne privatisieren, Verluste vergesellschaften ist nicht länger tragbar. Deshalb brauchen wir eine Abgabe auf sehr große Vermögen, die konsequente Bekämpfung von Steuervermeidung und Steuerflucht, eine effektive Besteuerung großer Konzerne, insbesondere der großen Internetunternehmen, Verbot von Aktienrückkäufen, Dividendenausschüttung und Boni für Firmen, die staatliche Unterstützung bekommen. Jetzt und nach der Krise sollten wir nicht Profite sichern, sondern den Wandel zu einer sozialen und nachhaltigen Wirtschaftsweise voranbringen.